Servus, meine Lieben, es ist soweit, der Winter ist da und ich ändere jetzt gleich mal meinen Gesichtsausdruck, weil, ja, wir sind freundlich. Der Winter ist da, ich habe leider keine Ernte mehr geschafft. Ui, da ist der Boden ein bisschen laggy. Aber es sind trotzdem tolle Dinge passiert. Wir sind letztes Mal dem Zirkel beigetreten, wie grandios ist das denn? Ich habe gerade auch ein paar Kommentare nochmal gelesen, was ihr so unter den letzten Part geschrieben habt. Und also unter dem vorletzten für euch. Und da wurde mir auch der Tipp gegeben, dass ich zwei Plätze im Stall freihalte. Das habe ich ja genau nicht gemacht, aber der Kommentar kam gerade, als ich die letzte Aufnahme beendet habe. Es ist echt witzig. Also wirklich eine halbe Stunde zu spät. Trotzdem danke für eure ganzen Kommentare, Leute. Und jetzt werden wir gucken, dass wir trotzdem mit unseren Kühen zurechtkommen, alle melken und dann sollten wir auch mal wieder eine Abgabe bei, da ist die kleine Kuh, bei der Hexe machen, weil, ja, ich habe einige Früchte und Milch und Eier, die abgegeben gehören und ich glaube auch einen Fisch. So, melken wir mal hier und dann kann ich auch Brot machen. Das sind die zwei Kühe. Ich brauche echt einen Zaun. Die laufen ja überall hin. Mann, wo sind denn die? Hallo, Kühe! Da müssten noch zwei rumlaufen. Ach, da sind sie. Ihr wusst es doch. Ey, der Hof ist noch so groß. So, feini. Oh, jetzt habe ich die Tiere wieder nicht benannt. Oh. Beim nächsten Mal dann. Versprochen, versprochen, versprochen. Beim nächsten Mal schaffe ich das. Ich bin nämlich gerade schon wieder in der Vorproduktion, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich Ende Oktober bzw. Anfang November nach London fliege. Das ist ein Geburtstagsgeschenk für meine Mama gewesen und deswegen befinde ich mich wirklich gerade schon wieder in der Vorproduktion. Ja. Und deswegen nehme ich gerade zwei Videos hintereinander auf, aber das mache ich ganz oft. Kann ich da bitte mal kurz rein? Hallo? Ach so, kann ich nicht wegen dem, was ich in der Hand halte. Nee, Spitzhacke wollte ich gerade nicht. Das ist meine Sense. Hä? Ist die Sense kaputt und die Kinder haben mir nichts davon gesagt, dass sie sie kaputt gemacht haben? Das sieht denen wieder mal ähnlich. Ja, klar. Guck mal, das sehe ich doch Joe schon an. So, ich packe mal alles hier rein, was ich abgeben muss, damit ich hier nichts vergesse. Das war, nee, das noch. Und das war alles. Gut. Dann versuche ich auch gleich noch zu backen. Oh nee, wartet, Milch und Eier lasse ich noch da, damit die mir nicht weggekocht werden hier, wenn ich backe. So, drei kann ich noch machen. Ich brauche schon wieder Mehl, ne? Ich muss schon wieder zur Bäckerei. Und ein Fladenbrot kann ich auch zwei machen. Sehr schön. Ja, also meine Skills, Leute, die gehen nach oben wie sonst was. Gesellig bin ich eigentlich schon fast perfekt. Und Angeln auch. Und Kochen geht auch richtig hoch. Da haben wir jetzt auch diese Chefköchin-Erweiterung bekommen. Das ist natürlich auch sehr, sehr toll. Und sehr vorteilhaft. So, das ist Essen. Ich will Fangen spielen, kein Problem. Dann mach das, aber du hast ja auch so einen tollen Ball. Keine Ahnung, wo du den schon wieder her hast, mein Kind. So, Brot und Fladbrot. Ist da irgendwas Gold gewesen? Ja, das Brot. Toll. Mega. Da werden sich die Toten freuen. So skurril, wie das klingt. Oh nein, Fladenbrot ist auch Gold. Oh, ich lieb's. Ich lieb's. Toll. Besser kann's gar nicht sein. So, das soll jetzt hier länger halten, habt ihr gemeint? Mal gucken, ob das wirklich so ist. Das sollte ich auch abgeben. Gut, dann hole ich jetzt noch die restlichen Sachen, die ich jetzt hier weggepackt habe. So, und dann gehen wir direkt zur Hexe. Und gehen auch noch beim Bäcker und so vorbei. Und dann sollte ich auch noch gucken, ob ich tatsächlich Sachen im Winter pflanzen kann, weil Jamie wartet schon. Und die Sense sollte ich auch kaufen. Oh, es ist viel zu tun. Es ist viel zu tun. Ich krieg kein Holz im Winter? Nee, doch.
Ich habe nur schon abgeholzt. Ich habe schon abgeholzt. Das ist das Problem. Das wäre makaber gewesen. So, handeln. Der Adam hat gar nichts. Und ich habe schon wieder Hunger. So, du müsstest was haben. Nee, die haben nichts außer Erde im Winter. Nee. Nee, nicht du. Die haben nichts außer Erde. Adam, du hast übrigens meinem Kind den Platz hier weggenommen. Da bin ich auch ein bisschen sauer. Das ist krass. Okay, die hat ihr gutes Essen. Ach, warte mal. Kann ich dir was verkaufen? Ja, die Enteneier. Und die Gänse... Ah, die Ziegenmilch. Die Gänsemilch. Klar. So, dann gehen wir hier eine große Runde. Aber vorher muss ich noch was essen. Habe ich denn noch was mit? Nur der das Brot. Aber es ist okay fürs Erste. So, weil Sammelbares brauche ich für die Quest. Oh, hallo, meine Feindin. Hallo. Ich habe nicht viel Zeit zu plaudern. Maria Whitefield ist hervorragend am Klavier. Ich beleidige dich. Warum bist du so aufgebracht? Weil ich dich nicht ausstehen kann. Girl. Okay, hier ist was ich noch nie gefunden habe. Sehr cool. Das ist für die Quest. Genau deshalb gehe ich hier hin. Damit ich genau sowas finde. Hier ist auch was Neues. Das ist neu. Was ist das? Was ist das? Das ist eine Wildzwiebel. Und das ist eine Schönheitsbeere. 5 Tage, eine seltene lilafarbene Beere für die Wintersaison. Sie ist nützlich für Tränke. Schönheitsbeere, alles klar. Was mit dir? Quest? Du möchtest ein Bett haben? Ich hatte gerade ein Bett. Habe ich das schon verkauft oder habe ich das noch hier? Boah, ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht habe. Ich hatte gerade genauso ein Bett übrig von meinem Kind. Das hat nämlich ein ordentliches Bett bekommen. Vielleicht habe ich es in die Truhe gepackt. Muss ich nachschauen. Aber hier ist auf jeden Fall nichts ansonsten. Wir müssen natürlich jetzt auch angeln gehen, weil die Winterfische, die müssen auch geangelt werden. Und es wird schon wieder spät, weil ich so ein Langschläfer war. Nein, jetzt ist die Bäckerei schon wieder nicht mehr offen. Och, Manno. Also Holz bekomme ich ganz normal. Okay, du könntest meine Schüchchen haben. Und ihr habt mir gesagt, ich muss zum Friseur gehen, um meine Frisuren zu ändern. Das ist auch vollkommen logisch. Ich war ja auch schon mal dort und habe gesagt, ah, hier muss man hingehen, um Frisuren zu ändern. Nur habe ich das bis zu dem Zeitpunkt wieder vergessen. Ja, das ist typisch für mich. Das kennt ihr ja. Okay, hier ist auch Kastanien. Ich war gestern erst draußen in Real Life und habe Kastanien gesammelt. Ach, herrlich. Wo ist sie? Da, Kastanie. Eine fleischige Nuss, die im Winter auf Waldböden zu finden ist. Ja, ich lieb's. Ach, Kastanien sind so toll. Ich habe früher immer als Kind Kastanienmännchen gemacht. So süß. No, mit Zahnstocher und Kastanienmännchen gemacht. Sagt mir bitte, ihr habt das auch gemacht. Was soll es hier? Hier ist auch Sammelbares. Sieht aus wie eine Riebissel? Nee, nicht Riebissel. Ach, wie heißt denn das? Stachel? Nee. Hagebutte! Stimmt, das sieht aus wie Hagebutten. Ich habe Hagebutten noch nie in meinen Händen gehalten, außer bei Hagebutten-Tee. So. Also, ich habe ja jetzt schon richtig viel Sammelbares gesammelt. Oh, hier ist auch was drauf. Guckt euch das mal an. Was ist das für eine Beere? Das ist eine Lorbeere. Ideal für die Herstellung von Seife. Cool. Bist du eine Bäckerin? Nee, leider nein. Warum bist du keine Bäckerin? Ja, die haben nicht mehr offen. Da kann ich aufgeben. Darf ich wahrscheinlich auch nicht rein? Nein, darf ich nicht. Du bist auch nicht vom Bäcker. Oh, was hast du hier? Eine Schere. Ah, für die Schafe. Milcheimer. Das ist Deko. Das brauche ich nicht.
Die Pflaumen könnte ich euch geben. Oh, die Kastanien kann man auch verkaufen. Cool. Habe ich nicht das Entenei schon verkauft? Habe ich das falsche Entenei? Nee, das Goldene ist noch da. Ich dachte, ich hätte das vorhin verkauft. Naja. So, mit Isabella reden wir auch, weil Isabella wird ja die nächste Bürgermeisterin, sobald ihre Mom stirbt. Zumindest denke ich das. Gut, dann, der Schmied ist auch nicht zu Hause, oder wie? Doch. So, immer brav reden und handeln. Was hast du so Schönes heute? Nichts, was ich brauchen kann? Habe ich was zum Reparieren? Die Angel verwende ich, bis sie kaputt ist. Ah, jetzt gibt's die blauen Hummer endlich. Im Winter habt ihr ja gemeint. Stimmt. Okay, ich werde bald blaue Hummer sammeln gehen. Dafür müsste ich auch ein Netz noch besorgen. Also ich habe eines, aber nur eines. Ist nicht viel. So, der wirft jetzt auch nichts mehr ab. Der hatte ja diese Eicheln. So, handeln? Nee, ich will nichts schlachten bei dir. Wirklich nicht. Clementine? Auch keine Bäckerin. Schade. Was, mit ihm sollte ich noch reden? Damit die mich mögen? Ich weiß nicht, die schenken mir in letzter Zeit schon teilweise was, aber irgendwie könnte noch mehr sein. Deswegen muss ich mich mehr anfreunden mit denen. Es könnte definitiv mehr sein. So, hier gibt es noch keine Bären zum Sammeln. Ich gehe jetzt absichtlich selber zu Fuß, um zu sehen, was ich alles einsammeln kann. Und ich habe ja jetzt schon einige Sachen gefunden. Deswegen mache ich keine Schnellreise. Ganz, ganz bewusst. Aber jetzt ist es soweit. Ich werde jetzt ganz viel abgeben können. Und mal gucken. Abschließen, glaube ich, kann ich nichts. Aber es wird definitiv grandios viel sein. Und ich werde mich freuen. Das wird toll. Also ich möchte ja, das wisst ihr ja, in diesem Let's Play einfach die Quests fertig bekommen. Ich kann nicht einschätzen, wie lange das dauert. Aber das Ding ist, mir wird dieses Game gar nicht langweilig. Weil ich bin so gespannt, was passiert, wenn ich alt werde. Ob endlich vielleicht meine Krankheit auftritt oder so. Wie ich das dann schaffe. Übrigens, ich kann auch mal speichern. So. Und das ist alles noch so spannend, weil ich möchte wissen, was passiert. Ich möchte wissen, was passiert, wenn ich das hier fertig bekomme. Das scheint ja ein Riesending zu sein. Und das muss ich einfach machen. So, Goldstern-Mahlzeiten wird alles hier abgegeben. Jetzt brauche ich nur mehr eins. Und dann kann ich anfangen, die zu verschenken. Und ich brauche auch nur mehr acht hier zu lernen. Das ist toll. Habe ich alle, die ich habe, gelernt? Ja. So, dann hier kann ich auch was abgeben, oder? Nee. Aber 52 von 57 Sammelbaren, da fehlen mir auch nur mehr 5. Hier. 35 von 58 herstellbaren Items gesammelt. Da fehlt mir noch einiges. Wie komme ich denn da dran? Bei den Fischen fehlt mir noch ein bisschen was. Oh, warte. Hier. Genau. 27 von 28 Fischen, da fehlt mir auch noch mal eins. So, da fehlt mir auch noch mal eins. Jetzt geht's aber schnell. Und hier kann ich auch was abgeben. So. Da fehlen mir noch 8. Und von den Tierprodukten kann ich auch einiges abgeben. Da fehlen mir jetzt nicht mehr so viel. Fast die Hälfte, okay. Das war ja am schlechtesten, aber Goldstern-Feldfrüchte, da beiße ich mir wirklich in den Hintern, weil das hätte ich echt noch schaffen können mit einer Ernte. Aber gut, jetzt ist Winter. 14 von 30 Goldstern-Tierprodukten, das geht easy jetzt, da ich die Kühe habe. Da brauchen wir nicht mehr viel. Aber mit dem Herstellbaren? Da frage ich mich schon, wie ich das hinkriege. Huh. Oh, wartet mal. Ihr habt mir gesagt, ich soll hier hinten angeln. Oh, jetzt wird es aber ganz spät. Nee, das machen wir für morgen. Da angel ich da ganz, ganz hinten. Das werde ich tun. Hoffentlich finde ich noch irgendwas Sammelbares. Dann habe ich das abgeschlossen.
Aber das ärgert mich richtig. So, ich habe gesagt, wir machen als nächstes Sand. Damit wir wieder Glas produzieren. So. Packen wir da rein. Nein, geh nicht immer nach hinten, Girl. So. Und da kann ich ganz schnell abliefern. Ja, Gold haben wir auch schon ziemlich viel. Und ganz viele Nägel. Ich meine, die brauchen wir. Als nächstes werde ich wahrscheinlich die Stelle vergrößern, bevor ich das Haus vergrößere. Einfach weil es sich für mich logisch anhört, das zu tun. Gerade für die Quest, obwohl eigentlich brauche ich es nicht. Ich guck mal bei William nach. Boy, wie viel kostet denn die Aufwertung vom Haus? Salzfasshaus, Atlantikhaus. Die kostet 5000 mit 10 Farbe, 20 Glas. Stahlbarren? Wie macht man denn Stahlbarren? Das ist ja die nächste Frage. Hm. Keine Ahnung. Der hat auch nichts für mich, dass ich herstellbare Items von ihm lernen kann. Das hat er einfach nicht. Das ist voll schade. Hat er nicht. Traurig. Okay. Hätte einen Schrank für die Kinder. Aber der ist ein bisschen gruselig. Hast du irgendwie einen Teppich für die Kinder? Nee, nur den großen. Obwohl hier. Quadratischer rosaner Teppich. Sienna-Läufer. Ich weiß nicht, ob der oben hinpasst. Der rosane. Aber der wäre schon süß. Der ist aber wirklich sehr teuer. Und dann gibt es noch den grauen Teppich. Ja, grau ist deren ganzes Zimmer schon. Nee. Nee, weißt du was? Nö. Da brauche ich gar nichts. So, du kriegst die ganzen Sachen hier, die ich gefunden habe. So. Gut. Also ich würde mal gucken, der wird oben wahrscheinlich hinpassen. Ich weiß nicht, vielleicht wird der auch hinpassen. Er putzt hier wenigstens. Das ist gut. Ach so. So, dann holen wir das mal, weil ihr habt mir nämlich einen Tipp gegeben, wie ich das aufhängen kann. Also wie ich die Tapete machen kann. Ihr habt gemeint, ja, da passt hier nicht hin. Gut, das dachte ich mir schon. Ihr habt gemeint, ich muss auf den Boden tippen. Okay, das ist süß. Das ist süß. Endlich haben meine Kinder eine Tapete. Okay. Ich habe das tatsächlich falsch gemacht. Eine Frechheit. So, Brot haben wir zu essen. Hier haben wir auch Essen, Essen. Wie lange hält sich das alles noch? Hier, 5 Tage. Ja, dann esse ich das mit den 5 Tagen. 5 Tage sind nämlich nicht viel. So, das kann ich hier mal wegmachen. Dann mache ich das hier hin. Die Schere brauche ich eigentlich gerade gar nicht, weil ich habe kein Schaf. So. Einmal essen und dann würde ich gleich mal richtig doll ausschlafen, damit ich morgen angeln gehen kann. Ich würde auch eigentlich, ja, erstmal bis ausgeruht und dann würde ich eigentlich nochmal schlafen gehen, bevor ich zum Angeln gehe. Das wäre sehr gut. Okay, die sind alle wieder ausgeflogen. Alles so schnell. Boah, der Wind geht richtig krass draußen. Der Winter ist hart. Bin gespannt, wie sich das noch auf uns auswirkt. Weil wir ja nichts anbauen können. Ich kann zwar aus Fische immer trocknen. Oh, es wird immer mehr Schnee. Der Schnee kommt so langsam. Oh nein, Clementine ist gestorben. Es tut mir sehr leid. Der kommt so langsam hier an. Und vielleicht hat der Schmied heute eine Sense. Oh, hallo. Einmal melken. 2 gleich, danke dir. Ich muss zur Bäckerin ganz dringend für Mehl. Da gehen wir auch hin.
zum Schmied ganz dringend für eine Sense. Und zur Anglerin ganz dringend wegen... Ach man, ich kann nicht melken. Zur Anglerin ganz dringend wegen Netzen. Gold. Das ist das Letzte, das ich brauche für die Quest. Das ist toll. So, ich streiche die kleine Kuh. Kuhjung. Süß, wie die braun ist einfach. Voll cute. Und wo ist die Ziege? Ist die noch drin? Nee. Ziggy, wo bist du? Wir wissen es nicht. Aber die muss ich ja nicht jeden Tag melken. Das wäre nur fürs Geld. Weil verkochen kann ich es nicht. Die Milch. Nicht die Ziege. Nicht so einfach wie die Kuhmilch. Das ist ja auch bei den Enten so. Die Enteneier kann ich nicht so einfach verkochen wie die Hühnereier. Warum auch immer. Im Grunde ist es eigentlich dasselbe. Es hat nur entweder ein bisschen anderen Geschmack oder es ist einfach größer, das Entenei. So, ich habe kein Mehl mehr. Okay, dann hebe ich mir hier das auf. Das auch, das auch. Das kann ich verkaufen. Das auch. Gut. Ready. Dann gehen wir in die Stadt. In die Stadt. Gucken, ob die Leute alle da sind. Das wäre gut. Wie sie einfach immer noch lebt. Sie lebt so viel länger als ihr Mann. Das ist so traurig. Okay, hier haben wir wieder die Seifenbeere. Okay. Oh. Agnes hat eine Quest. Nee, Agnes hat ein Geschenk. Dankeschön. Das ist ein schöner Teppich. Ob der bei meinen Kindern reingeht? Dattelpflaume. Die hatte ich tatsächlich noch nie. So, das kann ich ihr auch verkaufen. Oh, sie hat kein Geld mehr. Alles klar. Nee, ich will ja jetzt einen Teppich nicht abkaufen. Aber ich denke, dass mein Mann auch mal einen schönen Teppich hat. Vielleicht ist der auch nicht ganz so teuer. So, handeln. Ich brauche Mehl. Okay, die haben nicht so viel. Aber die kommt das goldene Brot. Das sollte ich mitnehmen. So. Dann schenke ich ihr jetzt ein goldenes Brot. Das müsste das hier sein. Weil, ja, war es auch. Weil das ist für die Quest dann auch schon. Gut. Hier, das könnt ihr auch haben. Gut. Also, ein bisschen Mehl habe ich bekommen. Ist nicht viel. Ich sollte hier wirklich jeden Tag hingehen, damit ich das Brot weiter backen kann. Dann habe ich gesagt, zum Schmied. Und wo habe ich gesagt, muss ich noch hin? Nein, die haben schon... Doch, sie haben zwei Sensen sogar. Ich nehme beide mit. Gut, gut, gut. Ah, die haben einen Ofen. Einfacher Brennofen. Ein schwerer, aus Eisen gefertigter Ofen für den Innenbereich, der perfekt ist, um dein Haus zu erwärmen. Kann ich mir nicht leisten. Das ist sehr belastend. Ich kann es mir nicht leisten. Aber ich brauche den nicht, oder? Also ich merke nicht, dass meinen Leuten kalt ist. So geht's auch nicht. Gerade so nicht. Ich könnte ihm ein Brot geben. Ha, Leute, ich kaufe den. Ich habe nämlich Angst. Angst, dass wir erfrieren. Jetzt habe ich wirklich gar kein Geld mehr. Das Angeln wird wirklich notwendig. Also, wir haben gesagt, wir müssen zum Schmied. Ah, ich will nichts schlachten, danke. Wir müssen zum Schmied. Wir müssen zur Bäckerei. Ach, zur Anglerin. Wegen den Netzen, aber ich kann mir die jetzt nicht leisten. Never mind, geht nicht. Geht nicht. Ich gucke noch die Quests an und die Bürgermeisterin. Und dann gehen wir schlafen und machen uns fürs Angeln ready. So, hier wünscht sich jemand was für ein Rezept. Cremeschnittenrezept. Kann ich mir zwar gerade nicht leisten, aber gut. Holzkohleofen muss draußen platziert werden, um aus Holzkohle zu machen. Oder kriege ich mega viel Medizin. Schreibpultentwurf. Das wäre was. Das müssten wir machen. Kann ich mir nur leider auch nicht leisten.
Schwierig. Ja, passt alles. Gut. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Backe mein Brot aus dem Mehl, das ich gerade gekauft habe. Und werde mich in der Nacht aufmachen zum Angeln. Das ist die Mission. Die ackern hier trotzdem brav ihr Feld um. Ich guck mal, ob Jamie mit der Sense jetzt hier das wegmacht. Müsste ja eigentlich. Mal gucken, ob er drauf kommt. Also ich lasse ihm Zeit, ich kann sowieso nichts anbauen. Vielleicht macht das noch, vielleicht nicht. So, dann stelle ich gleich den Ofen auf, hol kurz die Eier raus. Sowie auch die Milch. So, einmal zweimal Brot. Und zweimal Fladenbrot. Perfekt. So, dann platziere ich das mal um. Und das auch. So. Und dann kommt hier das Zeug wieder hin. Und zwar, wie machen wir denn das? Wenn ich... Weiß ich nicht. Och, der Ofen ist eigentlich ziemlich hübsch. Ich könnte den halt hier so hinstellen. Hier. Und dann kommt das Ding. Als Deko daneben. Ja, kann man machen. Das Ding. Ich weiß nicht, machen wir es hier hin? Ja, das ist halt so die Küche, aber es ist schwierig, hier alles zu platzieren. Dass es hübsch aussieht. Egal. Ich lasse erstmal so. Es ist Gold. Es ist auch Gold. Unsere Skills sind mittlerweile so hoch. Alles Gold. 4 Goldrezepte. Es ist so toll. Dieses Game liebt uns. Wir werden das auch gleich wieder abgeben, damit wir das abschließen. Und ich möchte sowieso bei den Meerjungfrauen angeln. Weil da gab es nämlich einen Fisch, den ich unbedingt bekommen muss. Das bedeutet, ich werde jetzt noch schlafen. Ich werde jetzt noch schlafen. Und zwar bis 18 Uhr. Ja, 18 Uhr. So. Ich bin vollends ausgeschlafen. Ich brauche aber was zu essen. Dafür habe ich das hier. Bitte nicht das andere essen. Das brauche ich noch. So. Und dann reisen wir ganz rüber zur Hexe. Dann ist es eh schon fast 20 Uhr. Und hier werden wir hoffentlich... Oh, hi. Hier werden wir... Todestorte, das kenne ich ja. Kann ich dir was verkaufen? Nee. Hier werden wir dann hoffentlich diesen einen Fisch bekommen, den ich noch nie gefangen habe. Und... Das beendet ja dann auch eine Quest, glaube ich sogar. Weil dann habe ich die ganzen Fische voll. Also zumindest die man für die Quest braucht. Da braucht man ja eine gewisse Anzahl. So, ich bin schon wieder blind unterwegs hier. Oh, tja. Ach, mein Öl ist schon wieder fast alle. Ich spare gerade zu wenig mit dem Öl. Das merke ich doch. Aber ich will schnell lieber liegen. Schnell, schnell. Ich glaube, mit dem Essen bin ich jetzt fertig und ich kann dann schon anfangen zu verschenken. Das ist mega. Dann muss ich noch, ich glaube, 29. Eins habe ich ja jetzt schon verschenkt. 29 noch verschenken und dann bin ich mit der Quest schon wieder durch. Zumindest mit dem, was ich abgeben muss. Das Lernen ist halt wirklich gemein. Dass man die Rezepte lernen muss, das hatte ich so noch nie bei einem Game. Das ist wirklich ein bisschen fies. So, dann gucken wir mal. Goldsternrezepte. 20 von 20.
eins von 30 verschenkt. Okay, ich kann die anderen drei verschenken. Dann hier. Ja, da muss ich noch Sammelbares finden. Hier muss ich herstellbare Items finden. Da muss ich auch nichts mehr abgeben. Hier Fische. Da muss ich einen noch abgeben. Und einen muss ich noch finden. Dann ist das komplett fertig. Und hier Früchte und Produkte. Da brauche ich jetzt noch mehr 15 von den Produkten und einen Fisch. 15 Produkte und einen Fisch. Gut, merke ich mir. So, dann gehe ich wieder raus. Dann ist es 22.10 Uhr. Und ansonsten muss ich jetzt nur mehr angeln. Mein Öl ist schon wieder leer. Doch, ich habe Öl mit. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Aber ich finde das so cool, dass immer mehr Schnee fällt. Wie es halt auch im echten Leben ist. Es ist nicht einfach von Tag 1 auf Tag 2 die krasse Schneedecke da und das hält den ganzen Winter, sondern es ist hier wirklich so, es wird kalt und dann fällt halt Schnee mit der Zeit. Das finde ich so schön gemacht. So. Dann rüsten wir einmal das aus. Das packen wir hier hin fürs Verschenken. So, wir rüsten den aus. Und fangen an zu angeln. Oh, die Meerjungfrauen sind ja sogar noch da. Boah, es sieht so kalt aus. Es sieht so gnadenlos kalt aus. Okay, blauer Hummer, 2 in Goldqualität. Was? Oh mein Gott, ist das cool. Guck mal, wie viel wert der ist. 225 pro Stück. Ah, ist das toll. Leute, ich lieb's. Ich lieb's. Ich lieb's. Ja, gut. Leute, ich angle jetzt mal weiter, dann zeige ich euch noch, was ich alles geangelt habe. Ich hoffe, es geht natürlich so weiter. Und wir sehen uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde, es ist 5 Uhr morgens und ich habe die ganze Nacht durchgeangelt. Voller Erfolg war das, ich sag's nur. Und ich habe euch hier unten mal aufgereiht, was ich alles gefangen habe. Ihr seht schon, goldene Scampis, hier auch den. Ich habe den neuen Fisch, den Mundfisch, gefangen. Das heißt, meine Quest müsste jetzt auch abgeschlossen sein, wenn ich einen goldenen abgebe und ich habe eben einen neuen Mundfisch. Das werden wir aber im nächsten Part machen. Wir werden auch im nächsten Part das alles verkaufen gehen. Ich habe auch 3 von den roten goldenen Hummern, 3 auch von den anderen Sternen und eben 3 goldene blaue Hummer. Also ihr seht auch direkt hier den, wo kann ich euch das nochmal zeigen? Den Geldunterschied hier, wenn ich mit ihr handle. Dann seht ihr, zwischen blauer Hummer und roter Hummer sind auch nochmal 100 Dollar Unterschied, dass der blaue noch viel mehr wert ist und der Mundfisch ist noch viel mehr wert. Ja, grandios, sehr toll, ich lieb's und wir werden das im nächsten Part definitiv dann alles verkaufen und ja, die eine Quest dann abschließen, die Fischquest. Wir sehen uns, ciao!